So, jetzt hier, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Bioshock hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, wir werden heute versuchen, ja, weiter Little Sisters zu retten, natürlich. Und ja, wir müssen noch die Bombe fertigstellen, glaube ich. Wenn wir nicht alles täuschen, müssen wir die Bombe noch fertigstellen. Das werden wir natürlich als erstes machen, denke ich. Und ja, dann werden wir sehen, wie unsere Reise weitergeht, wie lange unsere Reise noch geht, vor allen Dingen. So, wir brauchen das. Ich habe keine Munition mehr für den Gerät. Aber 31 Stahlbolzen. Wir brauchen. Das ist ein Big Daddy. Ich glaube, wir müssen den uns einverleiben. Ich sehe keine andere Möglichkeit da jetzt. Ich weiß nicht, wo noch eine. Wo noch eine Leiche liegt. So laut heute, warum? Nur ganz kurz die Gesamtlautstärke um 1 verringern. So um 2. Ja, das ist besser, das ist richtig geknallt auf dem Ohr. Das war ich hier das Mischpult dazwischen habe, also es wird alles nochmal verstärkt im Endeffekt. So, wir haben 5 Verbandskästen. Und wir haben. Ich könnte den Big Daddy, könnte ich. Und. Das weiß ich, ob das funktioniert. So. So, jetzt ist die Frage, ob ich den Big Daddy von hier aus. Wow! Oh nein, ich sterbe! Oh, ja. Ich habe nicht auf meinen Dings, auf mein Leben geachtet. Mist! Sorry. Aber der rennt ja gleich hier rum. Und da war er kaputt. Und da ist unser Draht. Erreiche 4 Drahtbündel. Haben wir natürlich jetzt dann dementsprechend getan. Und das heißt, wir müssen zurück zum vielleicht können wir mal hier die. Wir hacken mal schnell hier. Ich muss noch ganz kurz still sein, damit ich hier nicht immer mich verhecke. So. Und dann gönnen wir uns mal eine Heilung. Hier ist das Office von Andrew Ryan. Hier sind wir reingekommen. Das heißt, wir müssen zum Workshop jetzt zurück, glaube ich. Wir haben jetzt 4 Big Daddies umgebracht in dem Level. Und nochmal 3 Big Daddies für die Schwestern. Oder? Ne, na gut, dann ist die Rechnung passt nicht ganz. Weil wir hatten, glaube ich, ja, 3 waren schon tot. Also wir haben insgesamt 4 Big Daddies umgebracht. Das kann man auf jeden Fall sagen. Oh Herr, ich hab dich für Geld verraten. Und was? Oh. Wo ist der? Ich höre nur, aber ich sehe nicht. Der kleine Sünder. Ja, wo steckt der denn? Fuck. Wir werden dich ersäufen. Heißt Splicer. So, wir müssen. Ich habe keine Ahnung. Wo. Das ist schon nur ein Tag her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Das heißt, ich weiß nichts mehr. Ich erlebe das Spiel jeden Tag aufs Neue quasi. Nee, natürlich nicht. So schlimm ist es nicht, aber. Manchmal fällt es einem schon schwer, finde ich. Mal alles zu behalten. Wir spielen so viele Spiele.
So, und dann muss man irgendwo durchklettern, glaube ich. Achso, nee, warte, ich erinnere mich. Haha, ich erinnere mich. Letzte Aufnahmesession hier hinten durch, genau. So. Erreiche das Ziel. Gib die Ionen in die Bombe, habe ich gemacht. Nitroglycerin rein, passt. Und die Dings, die A34. Sieht das aus wie eine echte Bombe? Ich würde schwer hoffen. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Dann werden wir sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. Alle seine Pfoten, ich verfolge! Was ist das? Du weißt nicht, wie es ist! Also die Bolzen sind schon mega, ne? Also die kannst du... Da möchte ich gar nichts, da kann ich nichts dazu sagen. Die sind einfach gut. Die Bolzen. Wenn man trifft, raus. Das Nachladen dauert halt seine Zeit, ne? Also, aber dafür ist es echt gut. So, hier unten drunter, da war noch so ein Dings. Und da liegt, glaube ich, noch sogar ein Plazid. Da sind auf jeden Fall Bolzen liegen da. Wie komme ich da dran? Wollen wir jetzt weitergehen im Level und natürlich erstmal. Aha, Belüftungsschacht. Guck hin. Das wusste ich aber jetzt auch nicht. Hier ist nochmal ein Dings. Ein Turmband, das hören wir uns gleich an. Ich habe herausgefunden, was die Röhren blockiert hat. Und du errätst nie, wo ich gelandet bin. Auf dem verdammten Farmers Market am anderen Ende von Rapture. Ich habe alles repariert und neue Dichtungen installiert. War eine ganz schöne Sauerei. Naja, egal. Der Code ist 0512. Für den Fall, dass du da mal rein musst, um was zu reparieren. 0512. Ich schreibe mir das mal ins Handy. Nur mal für den Notfall. Farmers Market. Wartungsgang. Ist die Frage, wo der ist, dieser Wartungsgang, ne? 0512. Vielleicht durch Andrew Ryan sein Büro. Kann man sich das vielleicht nochmal anhören? Ich würde gerne den ersten Teil, habe ich nicht zugehört. Hier ist das Büro von dem Dings. Aber da muss ja irgendwo was sein zum Einstellen. 05, wo du den Code eingeben kannst. Und das ist ja hier nicht. So, dann würde ich sagen, auf zu Andrew Ryan seinem Büro. McDaddies habe ich genug hier erstmal. Wir können nochmal ganz kurz ein bisschen Munition kaufen. Hier nochmal Stahlbolzen, MG-Patronen, Schrot. Ich spare es mal. Ich würde gerne ein paar Brandbolzen hätte ich genommen. Aber ich glaube, die sind beide leer vom Brandbomben. Ich nehme nochmal Kontaktminen. Und falls wir noch einen Big Daddy umbringen müssen, nehme ich mal Kontaktminen mit. Eine Eve-Spritze habe ich 1 von 9. Ich kaufe mal eine. Verbandskästen habe ich eigentlich erstmal. Bisschen ionischer Schrot. Alles in Vorbereitung auf den nächsten Big Daddy, der auf jeden Fall kommen wird. Dein Muss ist. Hier ist der Chor. Ging das hier durch? Ich glaube nicht. Doch, hier geht's durch. Wahlgesänge. Das ist über uns, das Vieh. Sie wollen nichts von dir.
So, Bolzen in den Kopf ist immer gut. Wir brauchen das Büro von Ed Ryan. Ich krieg auf jeden Fall, wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja das Waffe verbessert und ich krieg auf jeden Fall deutlich mehr Bolzen zurück, habe ich das Gefühl. Jetzt die Frage, wo wir die Bombe anbringen sollen. Wir gucken mal schnell ins Log. Aufzug, die Unterebene, von dort aus erreichst du den Kern. Platziere das Gerät. Okay, folgst du den Hinweisschildern zur geothermischen Steuerung? Geothermische Steuerung. Okay, wir also bekommen von. Ich dachte, wir müssen zu Ed Ryan sein Büro. Das war dann also mein Fehler. Wie immer. Auf geht's hier. Geothermische Steuerung ist rot. Geothermische Steuerung. Der hat noch ein Herz für uns gehabt. Konnte ich wahrscheinlich gestern nicht mitnehmen. Sieht so aus, als ob der Ozean sich diesen Teil von Rapture zurückholen will. Das ist gleich zu Beginn des Krieges passiert. Hab's in der Zeitung gelesen. Geh schon mal rein, ich überleg mir, wie ich dir helfen kann. Ja, ja. Deine Hilfe. Hier ist eine Gendatenbank, hier ist eine Lagerkiste. Ach, hier haben wir uns versteckt. Ich erinnere mich. New Invent, das ist gut. Da können wir gleich mal gucken, was wir noch herstellen können. Wir müssen wahrscheinlich da runtertauchen irgendwo. Ich bin zwar kein Ingenieur, aber wenn ich die Pläne hier richtig verstehe, kann man die Fließrichtung des Magmas mit dem Umleitungsventil ändern. Dadurch verdampft das Wasser ziemlich schnell und du kannst zum Kern vordringen. Aber Ryan bekommt das bestimmt mit. Vielleicht solltest du einen Sicherheitsbereich absperren, für alle Fälle. Okay. Leite den Magmafluss um. Okay, wir sollen aber vorher einen Sicherheits... Ah, da sind noch Kontaktminen drin. Hier habe ich eben zerschossen. Das ist natürlich blöd. Hätte ich vielleicht. Wäre besser gewesen, wir hätten das Ding ganz hier lassen. Ich werfe einfach mal das Teil aus mal hacken hier ganz schnell. Wenn ich mal still bin, ich muss schnell mal mich konzentrieren. Es tut mir sehr leid. Sonst verhacke ich mich immer und dann komme ich mir selbst vor wie ein Versager. So, geheilt bin ich. Wir haben ja 8 Verbandskästen. Das ist alles Taco an der Stelle. Nur, dass falls ein Gegner kommt, dass der sich dann, dass ich da heilen will, dann wird der gleich mal gegrillt. Hier, Gen-Upgrades austauschen. Habe ich jetzt eigentlich im Moment nicht auf der Uhr, dass ich das machen müsste. Wir können jetzt mal gucken, was wir jetzt noch herstellen können am U-Invent. Wärmesuchende Raketen. Haben wir eigentlich genug Zeug, ne? Hallenbolzen. Autohacker. Wird man einen Autohacker herstellen? Antipersonen. Kann man einmal herstellen. Explosiver Schrot. Ich glaube, ich nehme mal ein paar Autohacker mit. Nur mal, weil ich habe. Und die Wärme suchen. So. Nein. Hab's gewusst. Hab's gewusst. Na gut, die können wir ja noch holen dann. Okay, den Rest lassen wir. So, ich soll einen Sicherheitsbereich abstecken. Splittergranate hebe ich mal auf. Ich soll einen Sicherheitsbereich abstecken, hat er gesagt. Wie könnte ich das bewerkstelligen? Überlasse den Kern, platziere das Gerät, leite den Magmafluss um. Mehr habe ich da jetzt irgendwie nicht zu sehen. Nicht zu stehen. Kann er die Tür nicht irgendwie verrammeln?
kann auch gerade keine Dings oder kann ich irgendwie. Big Daddy's rufen wird nicht funktionieren. Könnt mal gucken, ob ich irgendwo so ein Drohnen-Schalter finde. Die wärmesuchenden Raketen können wir dann nochmal holen. Dass wir so einen kleinen Verteidigungsapparat haben hier. Mit Hilfe des Sicherheitsnotabschalters können sowohl jeder aktive Sicherheitsalarm als auch davon alarmierte Sicherheitsbots abgeschaltet werden. Alles klar. Das nützt uns also nichts. Ich dachte, wir können hier so einen Bot akquirieren. Scheinbar nicht. Wir müssen uns da jetzt einfach durchkämpfen. Ich habe jetzt auch keine Zeit dafür. Wir werden sehen. Ich speichere jetzt einfach da kurz vorher und dann sehen wir was. Was passiert und was wir machen können. Weil ich sehe keinen Schalter oder irgendwas, was wir hier noch bedienen. Nee. Also, aber was ich sagen muss, die Texturenmod, die lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe so eine kleine Texturenmod drauf. Da hat einer die Texturen hochgerechnet. Und das lohnt sich, finde ich. Finde ich echt gut. So, ich speichere jetzt hier. Das war F8. Und dann drehen wir mal am Rad. Das Magma-Ventil. Ob diese Kreaturen dich umbringen? Das kann nicht mal ich dir sagen. Während du mich immer näher an den Abgrund treibst, bringst du dich selbst mit dorthin. Ich kann dir einen schlimmen Tod bieten, du Parasit. Wer dürfte dir lieber sein, als das, was Kampf um mich besiegen sollst? Nein! Ich hab noch H gedrückt, also für den Verwandtskasten. Aber es war zu spät. Lad mal. Dabei haben wir es ja gemacht. Das Speichern. Ja, wie lange der drehen muss. So, ich drehe weiter. Wir tauschen das Modul da oben aus. Okay. Das war's schon. Cool. Ich sammle mal schnell ein. Sie sind alle tot? Ziel erreicht. Hoffentlich. Weiter jetzt. Zum Kern. Zum Kern. Und beim Kern müssen wir dann die EP-Bombe einbauen. Und dann geht's los auf zu Ryan. Ein paar Level haben wir noch vor uns. Glaube ich. Ich kann das nicht aufnehmen. Es tut mir sehr leid. Gibt da keine Lagerkiste irgendwie. Können nur weitermachen und dann hoffen, dass wir es brauchen und dann uns holen, wenn wir es brauchen. Na dann. Wir waren schon mal hier. Shorter Alarms 2, also wir, schneller Alarms. Wir bräuchten noch einen Slot. Hacking-Experte, Safecracker, Slow, Vending-Experte.
Ja, lass mal lagern. Oh Mann. Also irgendwie haben wir mit Rapture zu tun. Ich kann aber nicht beziffern, noch nicht beziffern wie. Oh shit, wir hätten die Alarme wahrscheinlich. Wir bleiben mal kurz hier. Wir hätten die Alarme denn dann doch ausrüsten sollen. Wo schießt denn auf uns? Der Alarm scheint weg zu sein. Steuerung des Kern. Ein Teil meiner ausgeplünderten Stadt? Denk an meine Worte. Der einzige Dank, den du erhalten wirst, ist ein Messer im Rücken. Das Problem ist, dass die Stadt eh durch ist. Also die wird nie wieder erstrahlen, die Stadt in alten Glanze. Von daher. Guck, wir sind hier oben jetzt. Ziel erreicht, überlasse den Kern. So. Wir müssen zu Ryan. So, Kampf. Ich habe mal meinen Big Daddy mitgenommen. Doch, ich glaube schon. Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her, sondern von Intellekt und Willenskraft. Hörst du mich, Atlas? Bei Andrew Ryan ist für dich nichts zu holen, außer Tod und Verderben. Okay. Sehr gut. Na dann. Use it. Letztendlich ist mir nur eines von Bedeutung. Das bin ich selbst. Und das Einzige, was dir wichtig ist, bist du. Das liegt in der Natur der Dinge. Raptor Zentralsteuerung, aber ich glaube, wir müssen nochmal zurückkommen nachher, heißt es? Weil wir. Ja, ich glaube, uns fehlt da noch irgendwie. Kleinigkeit. Wir haben zwar die Little Sister alle geschafft, aber das mit dem Market zum Beispiel habe ich nicht gesehen. Das würde ich gerne nochmal angucken dann. So, gehe das Büro von Andrew Ryan. Big Daddy ist nicht mitgekommen, schade. Auch in einem Buch voller Lügen findet man manchmal die Wahrheit. Ja, es stimmt schon, alles hat seine Zeit. Nun stehe ich dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß, ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen. Du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen. Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit.
geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit, niederreißen hat seine Zeit! Oh oh, ich glaube, der versenkt Rapture. Vielleicht können wir das aufhalten. Hier ist noch ein... Es gibt noch eine letzte Sache zu besprechen. Hä? Was? Brian hat die Selbstzerstörung des Kerns eingeleitet. Nicht das, was du gemacht hast. Er will die ganze verdammte Stadt opfern. Geh da rein und kümmere dich um die Sache, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Hä? Was, das hier? Tagebucheintrag Vita Chamber? Erster Einsatz Vita Chamber. Kunde Ryan Industries. Phase 1 ist abgeschlossen. Sinclair und Alexander haben versucht, mir die Grundlagen zu erklären, aber Su Chong glaubt ihnen nicht. Sie reden immer von Plasmidrekonstruktion hier und Quantenverstrickung dort und wollen damit beweisen, dass man Tote wieder auferstehen lassen kann. Blödsinn. Aber natürlich wird Ryan den Versuch nur zulassen, wenn er mit seiner eigenen genetischen Frequenz getestet wird. Aha. Okay, das also mit den Wiederjambern, das hat's mit den auf sich. So, da kannst du noch Andrew Ryan sein Office für uns geben. Aber was es in dem Office gibt, sehen wir leider aus in der nächsten Folge. Sorry für den Cliffhanger. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in Rapture.